aus medizinischer Sicht wissen wir ja, es gibt sozusagen Personen mit Vorerkrankungen, ältere Semester, die haben sozusagen ein höheres Ansteckungs- und Leidensrisiko, was medizinische Aspekte betrifft. Die sozial-psychologische Komponente wird jetzt aber, denke ich mal, immer wichtiger. Also wir wissen zum Beispiel, dass Personen mit einem geringeren Bildungshintergrund, Personen mit weniger ökonomischen, sozialen und sonstigen Ressourcen unter der Krise besonders leiden, weil sie sozusagen diese Anpassungsleistung, die durch die Krise erforderlich ist, nicht so gut bewältigen können. Also wenn ich in beschränkten Räumlichkeiten zu Hause bin, mit wenig Platz, mit wenig EDV, Internet etc., Infrastruktur, Beispiel Schule, dann kann ich dem Unterricht nicht folgen. Dann habe ich eh schon einen Nachteil quasi, weil ich aus so einem Umfeld komme und der Nachteil wird dann sozusagen multipliziert. Also man spricht da manchmal auch von einem Brennglas oder ich nenne es manchmal den Brandbeschleuniger fast, den die Krise erzeugt hat, dass sozusagen soziale Unterschiede noch viel dominanter, noch viel größer werden. Das heißt, die vorher zu den relativen Verlierern, Verliererinnen gehört haben, sind es jetzt noch mehr. Und die zu den Gewinnern, Gewinnerinnen gehört haben, ja, die hängen die anderen noch mehr ab. Ja. Man kennt sozusagen einzelne Parameter, eben wie gesagt der Bildungshintergrund, die ökonomische Absicherung. Klar, jetzt kommt dazu Arbeitslosigkeit etc., die Gefahr, den Job zu verlieren. Migrationshintergrund, psychische Vorerkrankungen sind natürlich auch jetzt nicht sonderlich günstig, sage ich jetzt einmal, mit einer Angstsituation umzugehen. Das heißt, man hat einzelne Parameter, wo man es eigentlich schon relativ gut erkennen kann, global gesprochen, statistisch gesprochen. Im Einzelfall kann es natürlich sein, dass auch jemand aus gut situierter Familie mit gutem Bildungshintergrund, mit guter Absicherung trotz allem durch die Situation überproportional gestresst wird. Aber das Entscheidende ist sozusagen, dass in solchen Kontexten oder in solchen Familien oder bei solchen Personen dann mehr Ressourcen, jetzt gar nicht monetär, sondern auf einer anderen Ebene, ein größeres soziales Netzwerk, mehr Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen, bis hin zu, ich habe eine Privatversicherung und kann mir sozusagen den Termin beim Arzt aussuchen, dass das natürlich diese Stressfaktoren dann wesentlich besser abfedert, wie wenn man diese Möglichkeiten halt einfach nicht hat. Im Prinzip, man spricht von Resilienz, der Widerstandsfähigkeit und die hat viele, viele Facetten. Was wir in unserer Forschung sehen, ist sozusagen, dass ein größeres soziales Netzwerk, also das Aufrechterhalten des Sozialkontakts, insbesondere in dieser Lockdown-Phase, förderlich war, um mit dem Stress besser umzugehen, um Erschöpfungszustände zu vermeiden. Die Effekte sind jetzt aber auch nicht riesengroß. Also man soll sich das jetzt noch nicht so vorstellen wie die Leute, die mehr Freunde haben, mehr Verwandte, mehr direkten Kontakt, das ist dann überhaupt nicht gestresst, das sind graduelle Unterschiede. Also das ist sicherlich ein Faktor, das soziale Netzwerk in einem sozialen Gefüge gut eingebunden zu sein. Und dann sind wir ja wieder beim Anfang Ihrer Frage, welche sind besonders gestresst? Eben Flüchtlinge, Migration, psychische Erkrankungen, die sind meistens isoliert, also Personen mit Depressionen etc. haben nicht so ein großes soziales Netzwerk. Migrationshintergrund insgesamt, sozioökonomische Faktoren, ja, da hapert es dann einfach an diesen, wenn man so will, an diesem Buffer, an diesem Stressbuffer, der mir ermöglicht, mit dem Stress besser umzugehen. Klar, man kann immer das Glas halb voll, Glas ist halb leer, es ist aber sozusagen auch eine Position der Privilegiertheit. Ich kenne diese Gedanken sehr gut, auch bei mir war es so, dass zumindest in der Lockdown-Phase erst einmal so okay, das ist jetzt zwar schwierig, aber andererseits ermöglicht es mir auch wahnsinnig viel. Also ich kann mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen etc. Aber man darf nicht vergessen, dass das nicht allen so geht. Also wenn ich meinen Job verloren habe, wenn ich Angst habe vor Erkrankung, wenn ich vielleicht Erkrankungs- oder Todesfälle sogar im familiären oder im Freundeskreis habe, dann ist es natürlich schwieriger, das als Chance zu sehen. Auf einer allgemeinen Ebene kann man natürlich immer sagen, jede Krise, jede Belastung hat eine Chance. Eine Krise ist ja nichts anderes wie eine Art Wendepunkt, wo sozusagen ein System nicht mehr so gut funktioniert und dann durch anderes ersetzt wird. Jetzt sind wir ja in einer Phase,
würde ich mal sagen, wo es vielleicht gar nicht mehr so einfach ist, das Gute daran zu sehen. Im Lockdown war das Leben so anders, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt wirklich mal was anderes und jetzt mal das Beste draus. Momentan ist halt vor allem diese sozialökonomische Belastung, die wirtschaftliche Unsicherheit etc., denke ich, schon relativ stark. Und ja, wie soll ich sagen, wenn ich mir das aussuchen hätte können, hätte ich schon darauf verzichten können. Aber es geht uns wahrscheinlich allen so. Wir lernen Krisenkompetenz. Wir lernen, mit solchen Belastungen umzugehen. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir das brauchen werden. Denkt man nur an die Klimakrise oder Klimakatastrophe, an andere Herausforderungen, die vor uns stehen. Ja, man muss sozusagen als Gesellschaft gemeinschaftlich üben, mit dieser Belastung umzugehen und auch eben auf die besonders zu schauen, die unter diesen Belastungen besonders leiden.